Ich fühle mich manchmal so weit weg von mir selbst. Ich würde mich so gerne noch mehr lieben und annehmen, aber ich weiß einfach nicht wie. Kennst du diese Gedanken? Als du auf die Welt gekommen bist, da warst du wie ein unbeschriebenes Blatt Papier. Du warst präsent im Moment. Du hast tief geatmet. Du hast deine Bedürfnisse ganz klar ausgedrückt und du hast dich einfach wohl mit dir selbst und deinem Körper gefühlt. Die Welt war für dich da, um entdeckt zu werden. Und du warst voller Neugierde, lebendig und so lebensfreudig. Und dann bist du älter geworden. Hast gelernt, was du richtig und was du falsch machst. Hast gelernt, was du tun musst, um geliebt zu werden. Was du tun musst, um wertvoll zu sein. Und hast alles dafür gegeben, etwas Besonderes zu sein. Und irgendwann hast du damit begonnen, dich immer mehr mit anderen zu vergleichen. Vielleicht zu Hause. Vielleicht durch die Schule. Er hat bessere Noten, sie hat mehr Freundinnen, sie hat schönere Haare, sie ist schlanker, also ist sie auch mehr wert als ich. Und vielleicht ist genau zu dieser Zeit das Wörtchen Muss in dein Leben getreten. Ich muss in dieses Kleid passen, ich muss abnehmen, ich muss mehr lernen, ich muss noch erfolgreicher sein. Ich muss, ich muss, ich muss. Und mit den Jahren hast du dich immer weiter von dir selbst entfernt, weil es immer nur darum ging, jemand zu werden, anstatt einfach nur du zu sein. Doch in Wirklichkeit musst du gar nichts und vor allem musst du nicht irgendwas beweisen, um wertvoll und liebenswert zu sein. Da ist immer noch dein strahlender Kern tief, tief in dir. Und keiner kann dich aufhalten, den Weg zu dir selbst Schritt für Schritt wieder zurückzugehen. Zurück zu dem Punkt, als du keinen Grund hattest, dich zu vergleichen. Zurück zu dem Punkt, als du dich und deinen Körper einfach nur geliebt hast. Zurück zu dem Punkt, als du noch gespürt hast, wie wertvoll du bist, einfach weil du bist. Komm mit uns auf eine Reise zurück zu deinem wahren Kern. Zurück zu deiner inneren Stärke und Kraft. Spüre die Liebe für dich selbst wieder tief in deinem Herzen. Einfach, weil du du bist. Denn deine Liebe für dich selbst ist wie die Sonne für diese Welt. Und wenn du sie für dich scheinen lässt, in guten sowie in schlechten Zeiten, dann blühst du immer mehr auf. Dann wirst du immer freier, dann gehst du endlich deinen eigenen Weg und schenkst der Welt dein wertvolles Strahlen. Mach dich mit uns auf diese Reise. Schon in ein paar Tagen zeigen wir dir, wie du diesen Weg gehen kannst. Bist du dabei? Dann klick jetzt unter dem Video. Fühl dich ganz herzlich umarmt. Deine Maria von Into Mind.